Ha, ihr seht schon, heute brauchen wir ein Messer. Und ja, nach Weihnachten ist vor Weihnachten und ich freue mich auf die Pakete schon seit längerem. Um genau zu sein, seit der Messe in Friedrichshafen, wo wir auf der Eurobee waren, wirklich eine sehr interessante Messe. Man hat vieles Neues entdecken können, unter anderem auch dieses Produkt hier. Und da freue ich mich echt, dass ich das 2023 testen kann, einsetzen kann, weil, um was geht es hier? Es geht um die Königinzucht, es geht um die Mini Plus und jetzt würde ich sagen, machen wir das Paket auf, schauen wir rein und ich nehme euch mit. Lasst gern einen Daumen, Abo da, würde mich persönlich freuen. Ja, die Pakete kommen von der Firma Ligoma. Auch hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Wer Interesse hat, ich verlinke natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Wieder einzelne Pakete. Jetzt würde ich sagen, ich beräume schnell das Schachtelchaos und dann geht's weiter. Die beiden Schachteln sind jetzt leer. Jetzt nutzen wir sie natürlich gleich mal als Tisch, dass ich euch das Ganze auch schön präsentieren kann. Ich sage ja, das Aufpacken ist immer mindestens schön wie der Inhalt selber. Oh, das ist richtig schwer. Das ist schon. Und ich weiß ja schon, was wir da haben. Hier haben wir das erste Teil für die Zucht. Ja, und zwar haben wir hier ein Schutzhaus für die Königinzucht. Und im Schutzhaus, hoffe ich mal, ist was drin. Oben eine Isolierung, total klasse. Und genau die passenden Begattungskästchen. Ohne Glas, ich denke mal, das Glas ist extra verpackt, damit nichts brechen kann. Und dazwischen ist auch nochmal eine Isolierung. Das ist echt klasse. Und vor allem das Coole ist ja das, dass meine bestehenden Holzkästchen, also wenn ich jetzt sage, mir gefällt jetzt nur das Schutzhaus, weil ich schon so viel EBKs besitze, meine EBKs haben die gleichen Abmessungen und passen somit auch in das Schutzhaus rein. Das Besondere an dem Ganzen, das noch raus, ist das Material selber. Das ist echt massiv und ich habe auch mit der Dame auf der Messe gesprochen, wenn es älter wird, wird die Farbe eher nur noch ein bisschen gelber und das war's dann. Es bricht auch nichts, es bleibt stabil und das finde ich schon echt klasse. Und was mir gerade aufgefallen ist, entweder habe ich es übersehen auf der Messe oder ist es neu, ich weiß es nicht, kann es euch nicht sagen, ist dieser Alu-Block. Und wenn ich es richtig vermute, ja genau. Das ist ja praktisch, das ist echt klasse. Kann ich das Gegenstück irgendwo verbauen, ob es eine Mauer ist, ein Pfosten, ganz egal, was man da hat. Und kann, wenn die Saison vorbei ist, das Ganze runterziehen, einlagern und braucht man nichts verschrauben. Man kann es einfach nur schön einhängen. Und das Schöne ist auch, dass es richtig schön massiv ist aus Alu. Da verbiegt sich nichts, das hält ein Leben lang. Und das glaube ich, ist echt das ganze System hält echt ein Leben lang, wenn man das. Wenn man die Verschraubung ansieht, auch drinnen, das müssten ja, M4-Schrauben sein, echt schön gemacht und echt massiv gemacht. Das hält sicher ein Leben lang. Klasse. Ja, 2023 werde ich auf die Einzelheiten noch genauer darauf eingehen. Jetzt packen wir erstmal alles aus. Schauen wir, was wir noch so testen dürfen. Das ist der Boden. Und ganz ehrlich, das ist unter anderem auch der Grund, warum ich meinen Kanal gegründet habe, weil der Boden war so schlecht und ich habe
Haben ganz viele Videos hochgeladen, wie man den Standardboden verbessert. Und den besten, oder wie ich am besten gemacht habe, das verlinke ich euch natürlich auch noch. Aber hier seht ihr ein Mini Plus Boden, den man einmal verschließen kann, einengen kann mit einem angenehmen Fluglochbrett und mit einer Windel. So wie einfach das Ganze gehört, nicht anders, perfekt. Man hat eine schöne Windel, man kann Varroa-Kontrolle durchführen und man kann das Ganze auch eben einengen und man hat das Problem nicht, dass die Bienen unten durchfliegen, weil sie kein vernünftiges Anflugbrett hat. Top. Und ich habe gelesen, das probieren wir jetzt gleich aus, ich habe gelesen, dieses Material ist kombinierbar mit dem bestehenden Mini-Plus-Material, also mit dem Schaumstoffmaterial. Und da habe ich natürlich gleich mal was mitgebracht. Und jetzt testen wir das auch. Und tatsächlich passt vernünftig zusammen. Also sprich, wenn ihr sagt, ihr habt es noch ausreichend Zangen, aber der Boden würde euch interessieren, könnt ihr ja für euren bestehenden Material verwenden. Das finde ich ja klasse. Und hier haben wir noch ein Wärmesheet, wo die Bienen aber auch seitlich ordentlich durchpassen. Gut, würde ich mal sagen, schauen wir zum nächsten Paket. Das lassen wir es einfach mal stehen. Schauen wir zum nächsten Paket. Das ist der Fütterer, den finde ich auch klasse, aber um euch das erklären zu können, warum ich den klasse finde, suchen wir erstmal die Zarge. Ich denke mal, die Sorge ist hier drinnen. Ja, und ich muss sagen, die Sorge hat mir auf der Messe schon so gut gefallen, alleine wegen den Leisten. Also die Bienen können euch das Ganze nicht verkitten. Ihr könnt es einfach wunderbar verschieben. Das ist echt traumhaft, wenn es jetzt ja, mein altes anschaut, wie oft da oben alles verkittet ist und beim Styropor kann euch das schon passieren, wenn es zu fest ist, dass euch da ein Stück rausbricht. Da bricht natürlich nichts raus, so massiv wie das ist, und aber trotzdem mit den Leisten ist das viel angenehmer, ihr könnt es richtig schön durchsehen, das Volk optimal. Und jetzt brauchen wir aber nochmal, ich brauche noch was anderes, um euch das erklären zu können, zeige euch, ich hoffe, das mit der Futterzange, damit ich euch das erklären kann, warum die so toll ist. Genau, da kommen wir schon einen Schritt näher, warum ich die Futterzange so klasse finde. Wenn ihr sagt, ihr möchtet es quasi in der Mini Plus Königin züchten und da ist eigentlich der Raum fast zu groß. Die Hälfte wäre optimal. Dann gibt es hier die Möglichkeit, einen sogenannten Zuchtboden einzusetzen. Der hat hinten und vorne oder vorne und hinten ein Flugloch. In der Mitte eine Führung. In die Führung kann eine Trennwand eingesetzt werden. Setzen wir die Trennwand mal ein und schon hat man zwei dichte Abteile und man kann zwei Königinnen züchten. Was dann aber oft problematisch wird, wenn man so, ich habe das Styropor mal selber nachgebaut, was aber problematisch ist, dann das ganze Abteil zu füttern. Und hier haben sie natürlich auch mitgedacht, hier haben sie einen Fütterer, der womittig abgeteilt ist, abgetrennt ist, sprich die Bienen können von links nach rechts nicht oder umgekehrt. Das Ganze setzt man oben auf und jedes Abteil hat aber eine Möglichkeit, sich eben Futter zu holen, aber die Bienen selber werden nicht vermischt.
das ist echt praktisch und ist echt durchdacht. Und ihr braucht auch keine Angst haben, auch wenn jetzt sich der Duft nach oben hin verteilt, der beiden Königin, hier wird nichts abgestochen. Ich habe das auch schon in 4er Abteilen getestet. Die Königin werden nicht abgestochen. Also für einen, der wo vielleicht nur 2, 4 Königin züchten möchte, finde ich das eigentlich schon echt traumhaft. So haben wir dann, genau, das Wärmesheet, das kommt rein. Und da könnt ihr, seht ihr, auf den Schienen kann man das Ganze, die Rähmchen richtig schön hin und her schieben. Und für die Durchsicht ist das richtig angenehm. Jetzt bin ich ja fast gespannt, was da noch sich verbirgt. Ich glaube, der Deckel fehlt noch. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ach, das sind die Glasscheiben für meine EWKs. Und dann müsste hier noch der Deckel verpackt sein. Der Deckel ist auch noch isoliert, also da haut euch wirklich keine Wärme ab. Die ganze Beute, meine, ist das durch das Material selber schon wirklich brutal isoliert. Und auch dann noch durch die Dämmung nach oben hin kann euch da auch nichts abhauen. Jetzt möchte ich aber noch kurz testen, ob. Zwei Sachen. Einmal, aber es müsste ja auch funktionieren. Der Deckel, der passt. Passt auch. Somit müsst dann auch hier wiederum top. Also da kann man wenigstens bestehendes Material mit neuem Material verbinden. Das ist klasse. Schauen wir nur noch kurz hier rein, aber wie gesagt, hier müsste das fehlende Glas drinnen sein. Genau, dann haben wir noch das Glas. Das setzen wir einfach ein. Au. Verriegeln wir das jetzt mittlerweile, bringe ich es auch hin. Und was mir ja auch so gut gefallen hat, dass dort ein Königin-Absperrgitter dabei ist. Wie gesagt, ich habe meine alten alle aufgerüstet, habe mir also eine große Matte bestellt und habe die zugeschnitten. Und hier ist da schon was dabei. Wie gesagt, wenn man Kontrolle durchgeführt hat, und das Ganze eben dann aus dem Dunkeln gezogen wird, hier ist dann hell, geht die Königin gerne oben rauf ins Dunkle und man findet sie einfach nicht. Und durch so ein Absperrgitter verhindert man das Ganze. So, oben noch das Glas rein und schon. Mal schauen, ob ich die Verriegelung auch zubringe. Auf der Messe habe ich da ein bisschen angestellt. Nee, funktioniert einmal frei. Sehr schön. Ich rüste jetzt noch die anderen Scheiben ein, sage Dankeschön fürs Vorbeischauen. Ich würde sagen, das probieren wir aus. Das sieht richtig, richtig vernünftig aus. Gefällt mir richtig gut. Und das Coole ist halt einfach, dass man, wenn man sagt, man möchte nur den Boden, dann kann man trotzdem einfach den Boden bestellen und er passt bei bestehendem Material. Das ist klasse. Ich sage Dankeschön. Pfiat euch. Und ein anderes Mal. Ha ha ha.